Andrea, ich bin jetzt an dir vorbeigelaufen. Ich bin jetzt hier jeden Busch nochmal abgegangen. Und ja, was läuft? Ja, Leute. Frohes Neues, würde ich mal sagen. Ja, ich bin wieder da. Ob ich fit bin? Nein, ich bin noch gar nicht fit, aber es muss jetzt sein. Also dementsprechend erstmal frohes Neues. Hallo Danja und hallo Lena. Hallo, schön, dass du wieder da bist und weiterhin gute Besserung für dich. Ja, danke schön. Also ich habe natürlich auch eure Nachrichten und eure Kommentare natürlich gelesen, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Genesungswünsche. Mir geht es schon etwas besser, aber eigentlich bin ich noch nicht fit. Aber ich muss jetzt trotzdem mal wieder Videos aufnehmen. Und ich habe auch ein bisschen Lust darauf, weil ich habe gesehen, in Brookhaven gibt es ein neues Update. Ja, yay, gibt es. Und zwar das Neujahrs-Update. Also in der Stadt ist jetzt, der Winter bzw. Weihnachten ist jetzt vorbei. Mhm. Und es gibt zwei neue Häuser, ein neues Premium-Haus und ein U-Boot-Haus. Und wir werden heute natürlich ein Hide-and-Seek spielen. Yes. Yay. Tom ist noch im Urlaub, also schöne Grüße an Tom. Und ich würde als erstes suchen, und die erste Runde, heute darf jeder zweimal suchen. Ich werde als erstes suchen. Die erste Runde machen wir jetzt erstmal hier in der Stadt, okay? Okay. So, nur kurze Klarstellung, Leute. Also ganz kurz, im Hintergrund könnt ihr sehen, dass nur noch mein Licht da ist, weil ich sollte jetzt eigentlich schon im Büro sein. Ich habe auch schon die Schlüssel und so, aber ihr könnt euch ja einmal kurz verstecken. Ich erzähle so lange die Geschichte. In der Stadt erstmal, ne? Ja, genau, in der Stadt. Spielen wir mit Tipps oder ohne Tipps? Oh, warte, ja. Wir spielen ohne Tipps. Okay. Ihr dürft euch zwar größer, kleiner machen, aber ihr dürft euch keine Kostüme anziehen und auch nicht glitschen. Secrets sind diesmal auch nicht erlaubt, also in der Stadt nicht. In den Häusern schon, falls ihr Secrets kennt. Genau, that's it. Okay? Alrighty. Gut. Dann seht. Ja, also ich wollte eigentlich schon im Büro sein, habe auch schon die ersten Kartons dahin gebracht. Dann bin ich nach Hause gefahren und seitdem liege ich flach. Ich habe einen schönen Magen-Darm-Infekt. Ja, es ist brutal. Und, I'm sorry. Es geht mir etwas besser. So gut, dass ich jetzt mal wieder Videos aufnehmen kann, aber ich konnte jetzt noch nicht komplett einziehen. Aus dem Grund habe ich jetzt beschlossen, noch ein paar Videos zu Hause aufzunehmen und dann hoffentlich ab nächster Woche werdet ihr die Videos aus dem neuen Büro sehen. Wir sind sehr gespannt. Ja, ihr habt das Büro auch noch gar nicht gesehen, ne? Nein, keine Ahnung, wie das aussieht. Das könnte alles noch ein Geheimnis sein. Ja, es ist nichts Besonderes, aber okay, habt ihr euch versteckt? Nein. Ja. Oh, dann ja. Guck mal, das neue Jahr fängt so an, wie es aufgehört hat, ey. Ja, das stimmt. Ehrlich, ich habe sowieso, also, ich musste so, weißt du, ich kam mir gestern schon ein bisschen, ja, also, ich kam jetzt nicht alt vor, aber ich musste einfach, der Arzt hat gesagt, wir machen mal ein EKG bei Ihnen. Und dann hat er dir gesagt, du bist alt oder was? Das nicht, nein, er meinte alles in Ordnung. Hä? Ja, und warum kamst du dir dann alt vor? Ja, wollte ich auch gerade fragen, was macht denn das alt? Ich hatte auch schon EKG. Das hat mit meinem Alter nichts zu tun. Ja, ich habe EKG seit ich 9 bin. Hä? Ja, ist doch okay jetzt. Hast du dich mal versteckt? Ich sag dir Bescheid, wenn ich mich versteckt habe. Anstatt hier die ganze Zeit mit mir zu diskutieren, versteck dich mal lieber. Ehrlich. Ich bin ja auch schon dabei, mich zu verstecken, aber das dauert halt alles so seine Zeit. Gut Ding will Weile haben. Ey, ganz ehrlich, du hast dich schon so oft in Brookhaven versteckt. Ja. Und? Du brauchst immer noch so lange. Ja, und? Nimm dir mal ein Beispiel an Lena. Ja, würde ich, aber das würde mich jetzt auch nicht schneller machen. Irgendwie funktioniert alles nicht, was ich mir vornehme. Bei mir auch nicht. Man kann es auf der Aufnahme sehen. Gut, dass zumindest zwei hier ihren Spaß haben. Muss doch sein. So, Spaß, ich krieg das sein. Schon hin. Ich bin schon versteckt. Ich trinke meinen Kaffee in der Zwischenzeit. Ich bin versteckt. Gut, okay. Wir haben gesagt, ohne Tipps, ne? 3 Minuten, man darf aber auch mit einem Hoverboard oder Skateboard suchen oder einem Fahrzeug allgemein. 3 Minuten haben wir gesagt, ne? Ja, du. Okay, ich glaube, du hast gar nichts so gesagt. Jetzt. Okay, doch. Ich glaube, ich hatte 3 Minuten gesagt. So, 3 Minuten Zeit habe ich jetzt. So, ich fahre lieber einmal kurz auf das Dach. Leute, also ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wie sieht es bei euch beiden aus? War alles gut? Ja, alles gut. Bei mir war alles chillig. Wir hatten schon ausführlich darüber berichtet. Ach so, ja, danke schön. Danke. Finde ich richtig gut. Ja, du warst halt nicht da. Ja, aber ihr könnt auch auf mich warten einfach mal, ne?
Können ja, genau, auch einfach mal nett sein. Nichts mehr. Ja, genau. Aber das wir kennt ihr gar nicht, ne, nett sein. Keinem, ja, wir wünschen einfach niemandem frohes Neues, erzählen das einfach niemandem, bis du wieder da bist. Wir machen gar keine Videos, alles stoppt hier, nur für Kahn, wirklich, nur für dich stoppen wir hier alles. Genau, okay. Das wäre das gewesen, was ich erwartet hätte, denn ich bin Kahn und wenn ich nicht da bin, dann geht es gar nichts. Wo seid ihr? Keine Secrets, ne, wisst ihr? Ja. Glitschen auch nicht erlaubt? Ja. Lena, du bist verdächtig ruhig. Lena so, oh mein Gott, ich habe mich in dem Secret reingeglitscht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist keins. Aber das Ding ist, ich will auch nichts verraten. Ich will einfach still sein und hoffen, dass du mich nicht findest. Mhm. Und meinen Kaffee genießen. Ich brauche den. Wow. Wo ist Wo bist du denn? Ja, in Brookhaven. Ja, super. Wie viel Zeit? Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Konzentriert. Konzentriert. Oh. Können Danja und ich die erste Runde tatsächlich... Können Danja und ich die erste Runde tatsächlich... Ja. Ich glaube, das wird was. Komm. Wie viel Zeit hat er denn noch? Ich habe noch eine Minute. Ach. Achso. Ach. Knapp. Das wird nix. Ach, fängt doch schön an, das Video. Es gefällt mir. Seid ihr beiden zusammen versteckt? Ja, so kann versteckt? Das doch laufen, ne? Nein. Ich weiß auch gar nicht, wo Danja wirklich hingelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wo Lena ist. Wir hatten uns einmal kurz gesehen und dann sind wir beide so gefühlt in zwei ganz verschiedene Richtungen gelaufen. Das war's. Ach, Mann. Ach, nö. Oh, Zeit ist um. Oh, wart ihr? Oh, ich war im Flugzeug. Ich oh, ich war. Oh, ja, guck mal. Oh, ich war was? Auf, was? Was? Wo kommst du her? Ich war gerade auf dem Weg ins Flugzeug. Danja, du bist auch hier. Oh nein. Lol. Oh, ich habe beide gefunden. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist so geil. Ich freue mich auf die Aufnahme. Ich lag einfach nur hier im Stuhl. Och, Mann. Ich war im Kino und ich habe überlegt, okay, soll ich jetzt ins Flugzeug oder ins Kino? Alle drei Flugzeuge. Hast du, seid ihr zusammen versteckt? Nein. Das war nein, wir sind in ganz unterschiedliche Richtungen gelaufen. Keine Ahnung. Okay, es werden anscheinend ein bisschen mehr Runden, weil wenn jeder einmal sucht... Ja, gut, ich mein Mathe ist heute wieder... Ist schon okay, Klasse. Das war's noch nie. Das okay, war wirklich noch nie Danja, gut. Möchtest du vielleicht suchen? Wer ist du? Danja, habe ich doch gesagt. Ich habe nur du verstanden. Ich habe auch nur du gehört, aber ja, ich kann natürlich gerne suchen. Okay, let's go. Warte, nochmal in der Stadt jetzt hier? Ja. Ja, I'm sorry. May, geht. Ich bin ja neun Runden. Das ist euch nein, nicht gefallen. Sechs Runden. Nein, doch, neun Runden. Neun Runden, sind ja. Sind ja drei. Ja, es ist halt fünf mein erstes Stunden Video. Lass es, gönn's nee, mir doch jetzt, mal. Ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Ich Lena, wollt, nein, grad ihr was Leben. Machst du da? Nein, ich wollte da ohne Witz auch gerade hin. Ohne ja, Witz. Das, ja, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Jetzt muss ich wieder denken. Ach nee, denken am frühen Morgen, das gibt's doch bei mir nicht. Ah! Bist du versteckt oder nicht? Jein. Es fehlt noch so ein bisschen okay. Was. Okay. Ach du heiliges. Okay, ich bin versteckt. Gut. Danja, drei okay, Minuten dann werde ich hast jetzt du Zeit. Drei Minuten. Nicht 45, drei Minuten. 3, 2, 1 und Start. So. Aber ich darf ja ein Hoverboard oder sowas benutzen, meintest du? Genau. Aber ein Auto nicht, sondern... Doch, darfst du auch. Benutzen. Ach, darf ich auch, okay. Ist halt manchmal ein bisschen umständlicher, weil du dann halt ne, ein- und aussteigen musst, aber kannst du. Okay. Ach, ich mach schon mal meinen Timer für gleich. Wie ist denn das aber mit so... Also du meintest ja keine Glitches. Alles okay, alles klar. Aber meinst du damit auch, dass man sich nicht in so Gegenstände reinlegen darf? Wenn man also ohne Kisten einen Glitch da so? Reinkommt, dann ist es kein Glitch. Also okay, zum Beispiel der klar. Baum ist jetzt kein Glitch. Okay, alles klar. Aber wenn jetzt die Wand bei der Bank, das wäre jetzt ein Glitch. Ja, okay, gut. Die Wand das bei der Bank. Nur noch einmal. Ja, das wollte ich nur einmal wissen. Ja, richtig. Das ist korrekt.
Nee, das sieht mir hier alles eher falsch aus. Das denke ich auch immer, wenn ich suche. Ohne Tipps ist halt immer noch anstrengend. Ja, es ist, also auch mit Tipps ist es manchmal echt. Ja, aber dann hast du wenigstens ein paar Ideen. So läufst du halt komplett blind durch die Gegend. Ja. Und die Stadt wird halt auch nicht kleiner. Ach, guck mal. Daniel, ist das immer ein Zufall? Wenn du suchst, ist gerade Mülltag. Oh, ich wusste, dass das kommt, als es aufgeblinkt hat. Wirklich, ich wusste es. Das ist so wieder typisch Khan, wirklich. Er muss natürlich sofort wieder einen Kommentar abgeben. Kaum also ist er hier. Eigentlich müsste ich jetzt ja, Daniel ich und bin halt Lena die Müllabfuhr. Ich bin halt gerade die Müllabfuhr und sammle halt gerade den Müll ein, ne? Oh. Ja gut, dann ist Lena auch Müll. Nein, Lena ist Sondermüll. Lena ist ich bin Sondermüll. Ich auch. Und du Bio oder wie? Lena ist Kompost. Der Müll, der am meisten stinkt. Oh. Es muss immer noch so ein Nachsatz kommen, ne? Ja, aber ich konnte ist das doch jetzt so. Nicht einfach mal sitzen lassen. Ja, das ist es. Immer das letzte aber Wort. Aber ist doch so. Ach, sei doch einfach mal. Psst. Habe ich auch weniger was zu tun am Ende. Du kannst auch einfach rausschneiden. Ja, mach ich auch. Oh, mach ich auch. Das Video ist dann einfach nur so 3 Minuten lang. Nein. Oh, meine Zeit ist um. Leider. Oh. Wo wart ihr denn? Also ich war im Daniel! Oh nein, das ist nicht der Ernst. Das ist jetzt echt nicht der Ernst. Oh, sag mal, Alter. Sag mal, warum seid ihr immer da, wo ich bin? Habt ihr hier irgendwie... Oh, Daniel, ganz du knapp, denn jetzt also ich war her? Hier unten bei der U-Bahn. Alter, wie knapp war das denn jetzt? Ja, aber schon wieder, gerade genauso wie bei mir im Flugzeug. Oh, okay, könnte ich ausrasten. Lena, dann darfst du jetzt einmal suchen. Ja. Und dann gehen wir gleich mal in die Häuser. Ich hoffe, da haben wir ein bisschen mehr Erfolg. Danja, bitte beeil dich. Mann, ey, jetzt stress mich doch nicht so. Ja, aber du kannst doch schon mal vorher vielleicht nachdenken, wo du dich verstecken tust. Ja, keine Ahnung, Khan. Vielleicht kann ich auch überhaupt nicht nachdenken. Hast du dir das mal überlegt? Dass es nicht vorher geht und auch nicht nachher? Also eine Überraschung wäre das jetzt nicht. Ja, eben. Also. Okay, zum Beispiel, ich bin schon versteckt. Das freut mich ja echt enorminös für dich, aber ich halt noch nicht. Ja, dann mach Was willst mal. Du denn? Ich stresse dich nicht. Nimm dir Zeit. Ja, ich nehme mir auch Zeit. Mein Neujahrsvorsatz war, mich nicht so zu stressen. Was war der Vorsatz? Mich nicht so zu stressen. Das kannst du mit Khan vergessen. Nein, ich hatte gar keinen Neujahrsvorsatz. Ich wollte auch gerade sagen, ist das der Vorsatz so seit 10 Jahren bei dir? Nein, ich hab keine Neujahrsvorsätze. Hattest du einen, Khan? Nö. Die sind schon super. Also ich bin ehrlich, ich halte davon nicht so viel. Ja, ich auch nicht. Also warum wartet man auf Silvester, wenn man was ändern möchte oder so? Leute, ja, genau, also wenn das ihr was ändern möchtet, dann könnt ihr das von jetzt auf gleich. Also, ich sag mal, bei 99% der Sachen. Ich bin übrigens versteckt. Oh, das heißt, ich darf euch suchen. Mhm. Alright, 3 Minuten ab. Let's go! Jetzt! So. Let's go to the mall. Today. Dankeschön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du wirklich mitgemacht hast. Das stimmt nicht. Nee, das nee. Nicht. Da kann ich direkt sagen, danke. Ich kenne aber... Danke, ey, aber dass ich das mal aus deinem Mund höre, ne? Aber es ist das erste Mal in diesem Jahr. Ja, das ist doch mein erstes Video. Ich weiß. Das war überhaupt die erste Möglichkeit, mit einzustimmen. Es war... So, warte mal. Daniel, sehe ich dich irgendwo wieder hier auf den Dächern rumlungern? Anscheinend nicht. Entschuldigung? Ja, das macht Daniel ganz gerne, auch in Real Life. Auf den Dächern rumlungern? Ja. Ich sag euch eins, ne? Also, wir sind jetzt knapp 20 Minuten in der Aufnahme und ich habe jetzt schon so miese Kopfschmerzen, das glaubt ihr gar nicht. Oh Mann. Jetzt aber auch nicht, weil ihr nervt oder so, sondern einfach, weil diese Lichter die ganze Zeit auf mein Gesicht... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ehrlich, ich habe so miese Kopfschmerzen jetzt schon. Aber gut, mach's trotzdem gerne. Hallo? Och Mann, was machst du denn hier? Ja, weiß ich nicht, ich finde ihn. Oh, toll, ey. Ey, ich hab einen gefunden, endlich. Oh, das ist so schön. Ich freue mich wirklich, ich freue mich gerade so mega.
Jo, ich nehme dich mal mit. Komm. Ja, mach mal. Ja, wo gehen wir hin? Ach, ich kann dich damit nicht. Ja gut, ist egal. Bist du vielleicht... Ich suche jetzt hier wirklich die Mülltonnen noch ab. Ich fahre jetzt einfach mal mit. Ja, dann, ja, ich tue dir gerade einen Gefallen, ne? Warum? Weil ich gerade auf der Liege von Lena bin. Oh, nee, dann... Hey, was soll das denn? Voll fies von dir. Ja, dann, ich wusste nicht, dass das... Hallo? Das kannst du doch nicht machen. Aber Kahn ist doch krank. Wollte ich gerade sagen, warum machst du sowas? Ja, nicht jetzt. Ich kann dich gleich mitnehmen, aber nicht jetzt. Ach Gott. Du bist so nervig, ne? Die Poolpuppen tatsächlich, da bist du auch nicht. Schnell den Gang. Schnell. Oh. Oh, du hast sie? Ja, bringt mir nichts. Egal. Nö, ich habe Kahn gefunden. Das nicht, aber es gibt ja Feuerwerk. Ach so. Ja. Cool. Danja, wo warst du? Im Krankenhaus oben. Ich habe mich neben den Zombie gelegt. Nein, da wollte ich hoch, aber ich bin nicht mit dem Skateboard darauf gekommen. Auf diesem gelben Dingens, ja. Da. Okay, alles klar. So, ihr könnt jetzt zu Haus Nummer 11 kommen. Also Lena führt tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach nee. Das Jahr fängt schon mal gut an für dich. So, genau. Also ich suche euch als erstes. Ihr dürft euch gerne verstecken. Woo! Woo, woo, woo. Piep, 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 piep. Ich bin versteckt. Ich noch nicht. Wir planen das jetzt. Hä? Erkennst du unsere Stimmen nicht? Gerade waren sie relativ ähnlich von der Intonation. Also das finde ich jetzt ein bisschen heftig, Kahn. Was denn? Dass du nicht mal unsere Stimmen noch auseinanderhalten kannst. Geht ja richtig los jetzt bei dir. Ah ja, ist ja gut, Mensch. Auf jeden Fall ist eine Person noch nicht versteckt. Nee. Ja. Okay, das war jetzt Danja. Was? Das, nee. Das war Lena. Hä? Das war jetzt Lena. Und der veräppelt schon wieder. Komm, komm, such. Ja. Okay. Mach jetzt. 3 Minuten ab jetzt. Guck erstmal, ob ihr vielleicht hier im Wasser seid. Außerhalb vom Haus. Nö. Okay, also das neue Haus habe ich noch gar nicht gesehen, das U-Boot-Haus. Boah, das ist ja richtig cool. Schön. Also, ob ich hier jetzt wohnen möchte, ist eine andere Sache, aber so als Haus in Brookhaven ist das schon ziemlich cool. Es ist aber nicht so verwinkelt wie die Rocket, hatte ich damals schon im Video gesagt. Aber es sieht so ähnlich, erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, wo seid ihr denn? Ey, da habe ich mal ein Secret gefunden und dann seid ihr hier nicht. Gibt's ja nicht. Mann, was ist denn hier jetzt los auf einmal? Ich krieg hier... Vielleicht, oh, jetzt habe ich hier Feuerwerk im Haus. Oh, ich bin so blöd. Och, Mann, ich wollte das nicht. Ja, schmeiß noch eine Party. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Hä, das ist schon ein bisschen fies, was ihr hier macht. Aber ich würde sagen, wir verraten unsere Verstecke vielleicht nicht, weil das ist doch... Nee. Das ist ja so klein hier, dann wüssten wir ja theoretisch vielleicht schon alles. Habt ihr euch kleiner gemacht? Nein. Nee. Hä? Ist deine Zeit nicht mal langsam rum? Nö, ich hab noch eine Minute. Das ist voll unfair. Wo seid ihr denn? Mein Kaffee ist alle. Das interessiert mich sowas von gar nicht gerade. Schade. Mich aber. Okay, ich habe gerade jemanden gefunden. Ah, da. Danja, ich hab dich. Oh, Mist. Ich habe schon gedacht, du läufst vorbei. Okay, Danja habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch die andere Person finden. Hast du noch Zeit? Ja. Wie viel? Noch 5 Sekunden. Okay, Zeit um. Wo warst du denn? Ja, sag ich nicht. Geht mal bitte beide raus, ich will echt nicht, dass das jemand sieht. Okay, alles klar, gut. Dann können wir einmal raus. Ich habe zumindest das Danja gefunden, obwohl ich das Haus noch nicht kenne. Wer sucht denn als nächstes? Danja, ne? Ja, genau. Das heißt, komm einfach mal raus, wir sind jetzt vor der Tür. Ja, ich bin jetzt hier, ich gucke in Richtung Stadt. Oder du kannst auch bei deinem Versteck bleiben einfach. Ja, wollte ich nämlich sagen, eigentlich könnte ich bleiben, ne? Aber es sei denn, Danja kennt das Versteck.
Nein, ich weiß nicht, wo sie ist. Okay, dann versuche ich zumindest mal das Versteck, was ich gerade gefunden habe. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich glaube zwar nicht, aber okay, ich bin versteckt. Das freut mich. Lena, wie sieht's bei dir aus? Mhm, ich bin auch versteckt. Ach ja, du warst ja geblieben, ne? Okay, ich starte den Timer, wenn ich dann im Haus bin. Ich stand ja jetzt relativ weit weg. So, und start. Ich glaube, viele Möglichkeiten gibt's aber auch gar nicht, ne? Ich glaube, so groß ist es dann auch nicht. Nö. Also hier würde ich tatsächlich lieber suchen, als mich verstecken. Ich bin gerade unsicher. Ich habe euer Video noch nicht gesehen. Habt ihr euch hier schon versteckt? Nein. Habt ihr das Haus schon gesehen? Ja. Oh, Mann! Das andere Haus auch? Ja. Jein. Also uns fehlte nur eine Etage. Ich habe nicht gesehen, dass es da noch eine Etage gab. Oh ja, die Kommentare waren voll damit. Ja, entweder war es. Ja, das Witzige ist, ich habe die Kommentare erst spät gelesen. War ja nicht live. Und ich weiß jetzt, warum ich nicht nach oben gekommen bin. Aha, wusste ich auch nicht. Ich hätte das Eis einfach ablegen müssen. Hm. Oh mein Gott, ich hab jemanden auf meiner Liege. Das Problem ist, ich falle gerade hier durch. Also irgendjemand ist auf dem Klo. Ich glaube, dass das Lena sein müsste. Hey, wie hast du denn das Klo gefunden? Wo ist denn hier ein Klo, bitte? Ich bin nicht auf dem Klo. Dann ist das Vulkan. Das Problem ist, ich hänge hier gerade. Bei mir ist alles gut. Warte. Nein, irgendein von euch beiden hatte ich gerade. Außer hier hat sich jemand auf den Server gesneakt. Aber irgendein von euch beiden... Frechtaxis hatte ich hier gerade. Also mich nicht. Bei mir ist soweit alles cool die ganze Zeit. Ja, dann hatte ich wahrscheinlich dich, wenn du jetzt hier direkt so... Bei mir ist alles cool. Du hattest mich safe nicht. Wirklich? Du kannst es bei... man kann es bei mir in der Aufnahme sehen. Ich sehe hier... Mann, wessen Arm ist denn das jetzt hier in der Dusche? Das Ding ist, ich bin nicht in der Dusche. Und solange du mein Versteck... Ja, du stehst dahinter. Dann musst du dahin. Nein, ich bin nicht im Bad. Ich hab dich ja aber die ganze Zeit auf der Liege. Du kriegst mich ja nicht mal raus. Ja, aber wenn du auf der Liege bist und du hast sie, dann ist alles gut. Aber ich bin nicht auf der Liege. Ja, okay. Weil ich mich die ganze Zeit wieder zurücksetze, aber du liegst ja auf meiner Liege, deshalb hänge ich ja da drin fest. Okay. So, ich komme jetzt nochmal. Da bist du dann. Du warst hier wahrscheinlich dahinter. Hier. Ja, bist hier reingegangen, genau. Und wenn man da die Liege durchschiebt, da ist die Dusche direkt daneben quasi. So, und jetzt ist auch die Zeit rum. Also ich habe Lena gefunden, 3-mal in der Zeit. Okay, alles klar. Das heißt, du hast jetzt auch einen Punkt. Damit steht es 1:1:1. Und Lena darf jetzt aber auch nochmal in diesem Haus suchen. Let's go. Ich bleib einfach in meinem Versteck. Mach das. So, Lena, hast du eigentlich gesehen, wo ich mich versteckt habe? Nee. So, das heißt, Dani und ich haben ja jetzt einen Punkt, ne? Wir haben alle 3 einen Punkt. So, ich bin versteckt auch. Dann los geht's. Oh, hier kannst du dich ja gefühlt überall so reinglitschen. Ja, ich glaube, das ist auch das Problem. Aber wenn ich hier nicht gefunden werde, ne, dann richtig gut. Dann kennt ihr dieses Secret vielleicht noch gar nicht. Das wäre krass. Das wäre mal krass. Nee. Ha? Boah, diese Liebe, das macht mich so wahnsinnig. It drives you crazy. Das ist doch gar nicht mal so groß hier. Wie kann das denn sein? Wirklich? Das ist halt ziemlich verwinkelt und so, ne? Also, oder besser gesagt, zugebaut alles. Ja, deswegen. Wie viel Zeit hast du noch? Weniger als eine Minute. Oh, das ist ja schade. Richtig schade. I don't like that. Warte, ich kann dich ja über die Kameras, kann ich dich ja beobachten. Oh, ist ja schade.
Ich glaube, Lena möchte Raketen abfeuern. Jetzt wird's gefährlich hier. Okay. Oh, nein. Wie viel Zeit hast du noch? Noch 3 Sekunden. Eine. Ist vorbei. Oh, sehr gut. Okay, jetzt möchte ich aber wissen, wo wart ihr? Also, wisst ihr, wo der Safe ist? Ich glaube, der ist... Warte. Ah, ja, der ist auf jeden Fall in diesem Raum. Ja, der ist... Du musst hier hinter dieses Regal. Ja. Und dann musst du dich nach unten fallen lassen. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Das ist aber... Wow. Okay, Daniel, okay. Wo warst du? So, ich weiß, ich es ist ein langes Video, aber es ist auch ein XXL Hide and Seek. Neujahrs-Hide and Seek. Und wir haben jetzt noch ein Haus. Und zwar ist das dieses neue Premium-Haus. Und ich würde euch als erstes suchen. Jetzt muss ich euch aber auch mal finden hier. Jetzt muss aber auch mal. Ich gucke okay, mir jetzt damit steht es 1:1:1. Ne? Das ist das große Finale. Das ist ja echt schick hier unten. Hör mal. Also diese Lichter dazu, ne? Das ist schon... Ja, ich musste jetzt hier mal reingucken. Ich konnte es mir jetzt nicht länger verkneifen. Ich musste jetzt hier einfach sehen, wie es aussieht. Das Ding ist, ich war halt noch nicht hier drin. Deswegen, also nicht hier. Deswegen ist jetzt auch alles gerade neu für mich. Aber... Nee, es gefällt mir alles noch nicht, wo man sich hier verstecken kann, tatsächlich. Das I don't like. Danja, bist du da, wo ich dich vermute? Nein. Nein? Ich müsste es doch auch in welche Secrets gehen. Ich brauche jetzt einen. Ich glaube, ich ändere mein Versteck aber auch nochmal. Hat mir gerade noch nicht so ganz gefallen. Oh, yes. Das Ding ist, in dem Haus gibt es halt noch weniger Orte, wo man sich wirklich verstecken kann. Warte. Okay, ich bin versteckt. Okay. Your time to shine. Gut. 3 Minuten, wenn ich das Haus betrete. Jetzt, let's go. Okay. Okay, ich schaue sicherheitshalber hier auch nochmal... Im Wasser. Okay, es scheint jemand hier auch draußen zu sein. Okay, doch nicht. ja, okay, es sieht wirklich sehr ästhetisch aus hier. Oh, ist das... Oh, soll das der Keller sein, so unter Wasser? Wow! Nice, das sieht, ne? Das sieht ja richtig cool aus. Und ich glaube, hier... Gibt's doch, glaube ich... Gibt's nicht... Wurde gesagt, dass es hier auch noch ein Secret gibt. Ja, ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Vielleicht muss ich das irgendwie anders machen. Okay, wo seid ihr denn? Oh, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus hier unten. Mhm. Muss ich schon sagen. Schöner Flair. Wo habt ihr euch denn versteckt? Nein, ich hab noch gehofft. Ich kannte das Secret. Ey, das ist... Okay, aber wo ist Danja? Ist das nicht immer die Frage, wo ist Danja? Wer ist Danja? Ich glaube, du bist trotzdem im Keller hier. Wie ist Danja? Was ist Danja? Aber wo bist du im Keller? Also so ein Zimmer in echt zu haben, wäre schon schön. Habe ich dich nicht? Nein, du hast mich nicht. Ich habe dich doch hier gerade gesehen, oder nicht? Okay, Zeit ist um. Wo warst du? Ich war in der Küche. Hä, wo denn? Oben auf dem Schrank. Ah, ja. Okay. Sehr gut. Okay, alles klar. Musst du einmal raus? Wir dürfen uns einmal verstecken. Aber damit habe ich zumindest einen Punkt wieder. Kannst du mich rauslassen, bitte? Ja, hier. Danke. Ich bin raus. So, okay. Das Haus ist aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mhm.
Ihr musstet doch einfach nur im Aufzug nach unten drücken. Warum habt ihr nicht nach unten gedrückt? Mann, weil ich hab das nicht. Ich hab das irgendwie nicht so wahrgenommen, dass da noch ein Knopf nach unten war. Okay. Ich konnte ja gar nichts drücken. Das sieht aber interessant aus. Das muss ich auf jeden Fall in einem Mythenvideo mal klären. Du musst vieles mal in Mythenvideos klären. Wieso vieles? Ja, es ist noch viel offen. Meinst du? Die ganzen neuen Sachen. Ja, na, die ganzen neuen Häusern jetzt. Das musst du mal klären. Gut, ich bin versteckt. Okay, wie sieht's bei dir aus, Lena? Ja, same. Ich wechsle gerade nur meinen Akku. Aber kannst ruhig. Aber du kannst ja schon mal suchen. Ja, ja, ja. Starte ich meine Zeit ab. Jetzt. Okay. Kann natürlich gut sein, dass irgendjemand sich gedacht hat, ich bin ein Fuchs. Und verstecke mich hier draußen im Gebüsch. Jetzt gucke ich einmal kurz hier. Jemanden finde. Ich hab Lena! Ich hab Lena gefunden! Wo denn? Draußen! Ich hab sie hier ganz eindeutig. So. Okay, ich bring dich mal aus dem Wasser raus. Ja. Dann suche ich mal weiter nach Kahn. Ach, du warst im Wasser? Okay, dann guck ich mal, ob Kahn sich irgendwie. Konntest du mich mit einer Liege finden oder wie war das? Ja. Ah, ich habe nämlich gerade nicht hingeguckt, ich war noch mit meiner Kamera beschäftigt. Hier fehlt irgendwie ein Stück. Hier fehlt ein Stück Boden bei der Dusche. Anscheinend. Oder ist das wegen Style? Hab dich, Kahn! Mann! Wo war er? Er war hinterm Bett da, wo wir vorhin auch kurz standen. Alles klar. Okay, damit hast du sogar 3 Punkte jetzt. Mhm. Okay. Lena, jetzt bist du dran. Ich schaue in die andere Richtung, ihr könnt euch verstecken. Okay, alles klar. Ich hole schon mal die Dinge raus. Ach, die habe ich hier schon. Ups. Ach Gott. So. Kahn, du hast den Kühlschrank in deiner Wohnung noch offen. Ja, vielleicht verstecke ich mich ja da. Du versteckst dich da nicht. Vielleicht. Nein, der Kühlschrank ist die ganze Zeit schon offen. Da ist Eis drin, das schmilzt weg. Ich kann mir Neues leisten. Ja, und Energie sparen oder sowas mal? Vielleicht? Ja, ich... Hä? Ich habe einen Generator. Achso, du hast einen Generator. Na, ja. Dann ist ja alles okay, gut. Okay, ich habe mich versteckt. Okay, Leute, ich bin versteckt. Also, jetzt hier, komm. Moment, ich drehe mich um, gehe zum Haus. Und... Start. Leute, also das ist das Neujahrs-Hide-and-Seek, ne? Also es wäre halt ganz cool, wenn bei Brookhaven jetzt auch wöchentlich Updates mal kommen würden. Ja, aber ich glaube... Ja, wird natürlich nicht so sein, aber wäre natürlich ganz cool. Mhm. Und wenn es auch mal mit dem Secret, also mit den großen Secrets jetzt weitergehen würde, ist natürlich auch richtig gut. Also wie es mit dem Portal weitergeht und so, ne? Es wäre schon ganz schön. Okay, bisher führt ja Danja. Danja sehr schlecht. Und Ronna. Komm. Ja, und? Guck mal. Ja. Guck mal. Guck mal, bleib mal hier. Ja, gut. Guck mal. Ja. Was denn? Drück mal auf den Spiegel. Soll ich den gucken? Okay. Drück auf den Spiegel. Hast du sie jetzt gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Okay, damit hast du jetzt auch 2 Punkte. Ich will nicht letzter werden. Ich will nicht letzter werden. Ich möchte aber, dass du letzter wirst. Bitte nicht. Bitte doch. Please no. Es passiert nichts, wenn ich auf den Spiegel... Oh, doch, es passiert was, wenn ich auf den Spiegel drücke. Habe ich doch gerade gesagt. Okay. Ich habe doch gerade gesagt, drück auf den Spiegel. Ja, ich habe noch nicht gesehen, was passiert, weil ich in die falsche Richtung geguckt habe. Oh, nein. Ein hoch. Wo bist du gerade? Dich am Suchen irgendwo. Ja, aber wo? Nee, das zeige ich dir jetzt nicht. Und was viel wichtiger ist, wie viel Zeit hast du noch? Noch 1 Minute. 1 Minute noch? Ich krieg hier noch zu viel. 1 Minute hast du noch Zeit. Boah, wehe, ich bin jetzt an dir vorbeigelaufen. Ich bin jetzt hier jeden Busch nochmal abgegangen. Und... Ach, ich hab dich! Oh mein
Och Mann, ich dachte, du hast es nicht gemerkt. Es waren noch 23 Sekunden. Oh, ich dachte, du hast es nicht gemerkt. Du hast mich schon voll lange. Was? Wie? Ja, du hast mich schon seit hier bei dem Gebüsch hier hinten. Warst du auf meiner Liege drauf, nur ich hab dich einfach nicht gesehen? Ja, und ich dachte, du merkst das nicht. Och Mann, damit bin ich jetzt im Neujahrshide-Entzug. Oh, ist das traurig. Leute, also bitte, also normalerweise... Warte mal, wie stehen jetzt die Punkte? Ja, du hast 3, Dani hat 3 und ich hab 2. Oh. Leute, normalerweise mache ich ja nicht auf Mitleid und so, aber ich bin immer noch ein bisschen krank. Und ach also, vielleicht so, kriege ich ja noch einen Zusatzpunkt, weil ich heute krank bin. Nein. Nein. Das ist fies. Ihr seid voll fies. Sagt der Richtige. Das ist richtig fies. Ich bin noch krank und ihr seid dann ja tanz, tanz mit mir, Mädel. Guck mal, Karl, ja, Leute, schon, das war das neue Hide and Seek hier in Brookhaven nach dem neuen Update im neuen Jahr. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.